Dann hatten wir vor dem Bundesgericht beim Generalbundesanwalt 5 Verfahren, 5 gegen Rechtsextremisten, 10 gegen Linksextremisten und wie gesagt 210 gegen Islamisten. Und wenn Sie jetzt hier immer noch behaupten, die größte Gefahr komme nicht von links, sondern aus einer anderen Richtung, kann ich Ihnen wieder nur sagen, gucken Sie sich die Zahlen an. Zu Ihnen bin ich kein Amtsträger, von daher bin ich auch nicht so zur Neutralität verpflichtet, wie Sie das eigentlich sind. Und wenn Sie hier sagen, ich hätte die Reichsbürgerszene verharmlost, dann ist das erwiesenermaßen falsch. Wir können das Video und gerne noch mal angucken. Das Video wird auch eingestellt, damit jeder sieht, wie Sie hier die Unwahrheit reden. Sie dürfen nicht verharmlosen, ansonsten ist das ein Verstoß gegen die Neutralitätspflicht Ihres Amtes. Ich wiederhole noch einmal die Zahlen, die ich gerade genannt habe, aus dem Bericht Ihres Landesamtes für Verfassungsschutz. Im Jahr 2021 gab es in Hamburg 940 gewaltorientierte Linksextremisten und 120 gewaltbereite Rechtsextremisten. Das ist ein Fünffaches. Und wenn Sie damit sagen wollen, ich würde den Rechtsextremismus verharmlosen, dann ist das angesichts Ihrer eigenen Zahlen ersichtlich falsch. Ich sage jetzt nicht erstunken und erlogen. Herr Grote, vielleicht ist das so ein bisschen der Wirklichkeitsverlust, an dem Sie hier leiden, infolge Ihrer Vielzahl der Skandale. Und Herr Pein, ich komme mal auf Sie zurück, dass Sie mir vorhin vorgeworfen hätten, ich hätte die Vergehen oder die entsprechenden Skandale vom Innensenator aufgezählt. Wissen Sie, was Sie gemacht haben? Sie mit Ihrer Äußerung, mit der Sie versucht haben, hier diese Skandale unter den Teppich zu kehren, Sie machen genau das, was die Bevölkerung in diesem Land so gar nicht leiden mag. Wenn Politiker nämlich die eigenen Vergehen unter den Teppich kehren und schönreden, dann sorgt das leider nicht nur für Politikverdrossenheit. Das wäre ja schön, wenn die Bürger dann sagen würden, was redet die SPD für einen Quatsch, was reden die Grünen für einen Quatsch, ich mag die nicht mehr. Nein, diese Politikverdrossenheit entwickelt sich leider immer stärker zur Staatsverdrossenheit. Und deswegen würde ich Sie bitten, auch nicht mehr so einen Unsinn zu reden, wie vorhin in der Zwischenbemerkung bei Ihnen. Und Herr Grote, ich habe hier noch eine sehr hochinteressante Statistik. Die Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof Januar 2021 bis Oktober 2021. Hier haben wir die grüne Zahl, das sind die Verfahren gegen islamistische Extremisten. Der grüne Bereich, das kann man ganz deutlich sehen, das ist weit überwiegend, das sind nämlich 210 Verfahren. Dann hatten wir vor dem Bundesgericht beim Generalbundesanwalt 5 Verfahren, 5 gegen Rechtsextremisten, 10 gegen Linksextremisten und wie gesagt 210 gegen Islamisten. Und wenn Sie jetzt hier immer noch behaupten, die größte Gefahr komme nicht von links, sondern aus einer anderen Richtung, kann ich Ihnen wieder nur sagen, gucken Sie sich die Zahlen an. Und noch mal etwas zum Vorwurf. Hier wird nichts verharmlost, hier wird keine Form von Extremismus verharmlost, weder links noch rechtsextremistisch. Wir wollen uns politisch mit Ihnen auseinandersetzen. Und das ist, wie gesagt, die schönste Form der Auseinandersetzung, in Ihre Gesichter zu schauen, in Ihre großen Augen, wenn wir Ihnen die Zahlen nennen. So, das reicht jetzt. Vielen Dank.